Den nächsten Vortrag gibt es von Elisa Lindinger. Sie arbeitet für den Prototype Fund der Open Knowledge Foundation in Berlin. Und das ist ein Funding-Programm für Open-Source-Entwicklungen. Elisa unterstützt das Code for Germany-Team im Projekt Digital Refugee Labs. Und studiert hat sie prähistorische Archäologie, war aber schnell im IT-Projekten im kulturellen Bereich involviert. Nebenbei betreut sie trotzdem noch archäologische Projekte im Sudan von der technischen Seite und wirkt am Forschungszentrum für Kultur und Informatik an der HTW mit. Dankeschön. So. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Mein Name ist Elisa und wie schon gesagt, ich arbeite für den Prototype Fund. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch schon vom Prototype Fund gehört haben. Wir waren nämlich auch schon zweimal vorher hier zu Gast und haben über unseren Fund präsentiert und informiert. Trotzdem, wenn ihr alles glaubt, schon alles zu wissen, bear with me, bleibt dabei, denn ich hoffe, ich kann euch heute gute Nachrichten überbringen. Aber erstmal für alle, die nicht wissen, was der Prototype Fund ist. Der Prototype Fund ist ein Förderprogramm, bei dem sich Softwareentwicklerinnen, Hackerinnen, Kreative mit Wohnsitz in Deutschland um, wie wir früher gesagt haben, bis zu 30.000 Euro Förderung bewerben können, die sie dann innerhalb von 6 Monaten ausgezahlt bekommen, um ihr Projekt und ihre Idee zu einem Prototypenstadium umzusetzen. Klingt erstmal ganz gut. Wir begleiten das Projekt jetzt schon eine ganze Weile. Wir haben am Donnerstag hat die erste Förderrunde abgeschlossen, sprich 15 Projekte sind zu einem guten Abschluss gekommen und haben ihre Ergebnisse präsentiert. Und am Freitag hat die zweite Runde ihre Arbeit aufgenommen. Wir begleiten die Projekte, die wir fördern und versuchen so ein bisschen zu gucken, was sind eigentlich deren Bedürfnisse und wie können wir unsere Arbeit noch besser machen und die Projekte besser stärken und generell auch die Community stärken, die drumherum hoffentlich erwächst und die wir ansprechen wollen. Und deswegen kann ich nur sagen, good news everyone. Wir können eine Kleinigkeit verändern, denn wir fördern jetzt Projekte mit der wunderschönen runden Zahl nicht mehr von 30.000 Euro. Nein, wir fördern jetzt mit 47.500 Euro maximal pro Projekt, auch wiederum in einem Zeitraum von 6 Monaten. Es ist ein kleiner Schritt voran. Wir hoffen natürlich immer weiter, dass wir unsere Arbeit und auch die Förderung, die wir bereitstellen können, verbessern. Aber ich glaube, vielleicht mit dieser neuen Zahl sind auch einige von euch nochmal neugierig geworden, was sich hinter dem Prototype Fund denn eigentlich verbirgt. Und deswegen möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir eigentlich machen. Und ihr könnt euch überlegen, ob der Prototype Fund ja ein Programm ist, bei dem ihr euch vielleicht auch bewerben möchtet. Wie schon gesagt, es gibt die wunderschöne Zahl, ich muss immer noch mal hingucken, weil ich sie mir so schlecht merken kann, von 47.500 Euro maximal für eine Zeit von 6 Monaten. Und das Ganze ist, das sind öffentliche Fördergelder, die werden bereitgestellt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da ist also kein Geschäftsmodell mit verbunden, man kann sich einfach mit einer Idee für eine gute Sache, für ein Projekt, das man immer schon mal umsetzen wollte, bewerben. Wir fokussieren uns auf 4 Themenbereiche. Das sind vor allem Civic Tech, also Software-Tools, die im weitesten Sinne Menschen zugutekommen, die teilhaben wollen am öffentlichen Leben, die sich organisieren wollen, die was auf die Beine stellen wollen und oder Informationen freischalten wollen oder informieren wollen. Data Literacy brauche ich, glaube ich, auch nicht erklären, was das ist. Besser mit Daten umgehen, Datenbestände aufschließen und besser verständlich machen. Datensicherheit und so klassische Infrastrukturprojekte, die immer harte Arbeit sind und für die man so selten Gedanken kriegt. Das sind die 4 Themenbereiche, in denen wir Open Source Softwareentwicklung fördern. Wir haben in jedem Themenbereich, den wir, oder in jedem Bewerbungszeitraum, den wir haben, einen Schwerpunkt, den wir uns jeweils auswählen und zu dem wir besonders aufrufen, der ist aber nicht ausschließlich. Das ist jetzt für die aktuelle 3. Runde das Thema Diversität. Und wir verstehen Diversität als einen Begriff mit 3 Dimensionen. Das erste ist, es liegt nahe, erstmal diverse Teams, weil wir glauben, dass diverse Teams auch eine Software entwickeln, die für mehr Menschen gut funktioniert. Aber auch vielfältigere Zielgruppen, denn Software spricht oft so die klassischen, doch eher wohlhabenden Leute zwischen, ich weiß nicht was, 20 und 35 an. Und wir glauben, da geht noch mehr. Und natürlich Stabilität durch
Diversität, also eher die technische Seite, dezentrale Lösungen, Peer-to-Peer-Tools, die man selber hosten kann und sich so nicht von Monopolen abhängig macht. Das sind die Aspekte, die wir unter Diversität verstehen. Und wenn ihr gerade ein Projekt dazu in der Schublade habt, kann ich nur sagen, ja, schaut mal auf unsere Webseite, ob das was für euch ist. Wenn ihr in Erwägung zieht, ja, könnte sein, kann ich mir überlegen, vielleicht bewerbe ich mich da, kann ich nur sagen, wir haben ja nun inzwischen ein bisschen Erfahrung gesammelt, was eine gute Bewerbung ausmacht. Wir haben nämlich inzwischen 800 Bewerbungen durchgelesen und manchmal fallen einem dann auch so typische Fallstricke auf. Da möchte ich jetzt gar nicht detailliert drauf eingehen. Wir haben dazu nämlich auf der Republika dieses Jahr einen Talk gehalten mit dem Titel How to Raise Money for Your Open Source Project, wo wir nochmal auf die fünf, die typischen Fettnäpfchen eingehen, die den Leuten, die sich bei uns bewerben, eben manchmal leider unterlaufen. Und was total schade ist, weil die Ideen allesamt super sind und durch so kleine Form- oder Kommunikationsfehler wird dann die eigentlich total gute Idee nicht mehr so gut rübergebracht. Auch auf unserer Webseite projecthelpfund.de haben wir ein Bewerbungstraining zusammengeschrieben, wo wir auch nochmal darauf eingehen, was man vielleicht machen kann. Zum Beispiel nochmal Freunde drüber lesen lassen, um so die allerschlimmsten Non-Sequiturs und Schreibfehler einfach nochmal auszubügeln. Das hilft dann auch beim Textleseverständnis und die Jury muss sich ja durch sehr viele Bewerbungen durchquälen. Das heißt, macht es denen einfach und schaut nochmal, ob auch wirklich alle Sätze vollständig sind. Ihr wollt euch bewerben, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur auf unsere Webseite gehen und da 8 sehr einfache Fragen in Textform und eine auch in Zahlenform beantworten. Und ihr habt dazu noch bis zum 30. September 2017 Zeit. Also noch 4 Wochen. Das war es auch schon von meiner Seite. Wenn ihr ganz allgemeine Fragen zum Prototype Fund habt, würde ich vorschlagen, könnt ihr die gerne jetzt stellen. Wenn ihr jetzt Fragen zu eurer Projektidee oder zu Absatz 3 in eurer letzten Einreichung habt, dann würde ich euch bitten, trefft uns später an der Bar. Fiona und ich sind heute hier von unserem Team. Oder schreibt uns eine E-Mail an bewerbung@prototypefund.de. Wir sind auf Twitter, ich bin auf Twitter. Kontaktiert uns einfach, wir sind echt für euch da. Wir wollen eure Ideen hören. Wir geben euch auch gerne eine Einschätzung und helfen euch bei allen Fragen. Also gibt's Fragen? Ah, ja. Eine Frage gibt's. Kann ich das? Dankeschön. Du hast die ganze Zeit von Softwareprojekten gesprochen, aber gilt das prinzipiell auch für Hardwareprojekte? Nee, Software ist nicht. Also leider nicht. Tatsächlich sind wir ausschließlich auf Softwareentwicklung spezialisiert, aber es ist eine sehr gute Anmerkung, dass wir in dem Bereich auf alle Fälle auch nochmal was machen wollen. Dankeschön. Und noch eine? Nein. Dann vielen Dank für den Vortrag.